Danke, Madeleine. Vieles von dem war richtig, vieles von dem war schön, aber vieles von dem hat sich mit der falschen Frage beschäftigt, nämlich mit der Frage, war das denn eigentlich beleidigend oder nicht? War das geschützt durch unsere Presse- und Satirefreiheit oder nicht? Und der allererste Fehler, den sie gemacht hat, war auch zu behaupten, dass die politische Entscheidung der Bundesregierung, von der sie stammt, darüber entscheiden würden. Aber das ist nicht das Thema dieser vorgelagerten Entscheidung gewesen, sondern so wie Julius euch bereits erklärt hat, war Thema dieser vorgelagerten politischen Entscheidung lediglich die Frage, besteht das Potenzial, dass die diplomatischen Beziehungen zur Türkei durch diese Schmähkritik in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und diese Entscheidung hat die Bundesrepublik bejaht und sie hat es zu Recht bejaht, denn hätte sie es verneint, hätte sie gesagt, die können nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sollten trotz dieses Affronts gegen den Staatspräsidenten, wäre das gleichbedeutend mit der Aussage, die diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik und der Türkei sind so nichtig und so non-existent, dass man sie überhaupt nicht beleidigen kann, meine Damen und Herren. Das wäre die Aussage gewesen, wenn man dem Strafverfahren nicht zugestimmt hätte. Nein, nein. Und dann hat sie sich gesorgt, und das sehr zu Recht, meine Damen und Herren, um die aktuelle politische und Rechtslage in der Türkei selbst, um die rechtsstaatlichen Prozesse oder eben nicht mehr besonders rechtsstaatlichen Prozesse, die wir dort vor Ort sehen. Und damit kommen wir aber zu der Frage, wie erreichen wir denn eine Besserung der Situation der Rechtsstaatlichkeit, auch der Schüler und Studenten der Eingesperrten oder der Reporter der Konkurrenz beispielsweise, in der Türkei vor Ort? Wie erreichen wir denn überhaupt eine Besserung in der Flüchtlingskrise mit Hilfe der Türkei? Wie erreichen wir überhaupt möglicherweise eine Lösung im Syrien-Konflikt unter Hilfe der Türkei? Nun, wir tun all das mittels diplomatischer Beziehungen. Und diese diplomatischen Beziehungen sind aus all diesen Gründen eben enorm wichtig, meine Damen und Herren. Aber diplomatische Beziehungen bestehen immer aus einem Geben und einem Nehmen. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von politischem Kapital, was wir in einer diplomatischen Beziehung einsetzen können als Bundesrepublik Deutschland, um vom diplomatischen Partner, in dem Fall der Türkei, etwas zu erhalten. Und dieses Kapital wird deutlich verschwendet, wenn wir zunächst einmal unsere politischen Beziehungen, unsere diplomatischen Beziehungen in die Türkei selbst als so nichtig erachten, dass wir sie für nicht beleidigenswürdig halten, meine Damen und Herren. Dadurch schenken wir schon mal unglaublich viel politisches Kapital aus dem Fenster. Zweitens müssen wir uns noch die Frage stellen, was ist Erdogan selbst für ein Mensch? Und ich glaube, das ist noch nicht mal sonderlich irrational, was er da tut. Nämlich ein Mensch, den man in die Enge drängt, ein Mensch, der sein Gesicht verliert, hat nur noch wenige Handlungsoptionen. Es ist aber notwendig für diplomatische Beziehungen in andere Länder, dass wir eben möglichst viele Handlungsoptionen offen halten. Insbesondere, wenn dies doch die Handlungsoptionen sind, die wir uns wünschen würden, meine Damen und Herren. Erdogan hat aber natürlich ein Problem in seinem Land, wenn er sich hinstellt und obwohl er doch gerne den sehr starken Präsidenten nimmt, sich jetzt plötzlich von einem Deutschen als Ziegenficker beleidigen zu lassen. Damit kommt er nicht so richtig gut an, vermutlich weder vor sich selbst noch vor seinem Volk. Das heißt, das kann er sich wiederum in seinem eigenen Land nicht leisten, dieses politische Kapital hat. Wir müssen ihm also die Möglichkeit einer gesichtswahrenden Aktion innerhalb dieser Affäre geben, und das bedeutet, wir ermöglichen überhaupt erst diese Strafverfolgung. Ob das Ganze nun eine Beleidigung war, ja oder nein, ob das Ganze Satire war, ja oder nein, ist eine völlig andere Frage. Die Frage, die die politische Regierung in diesem Land getroffen hat, war nur, sind die diplomatischen Beziehungen zur Türkei wichtig? Und darauf möchte ich etwas mehr arbeiten. Ich möchte erklären, warum diese diplomatischen Beziehungen zur Türkei wichtig sind, warum es deswegen so immanent richtig war, auch zu entscheiden, als Bundesregierung zu sagen, ja, die diplomatischen Beziehungen zur Türkei sind uns wichtig und deswegen erachten wir es für prüfenswert, ob sie hier hätten Schaden nehmen können. Nein, danke. Zunächst einmal in der Flüchtlingskrise, wir alle kennen den Flüchtlingsdeal, den die Bundesrepublik mit der Türkei gemacht hat, meine Damen und Herren. Und es ist ein sehr wackeliger, die sämtlichen Verhandlungen, die uns zu diesem Prozess hingeführt haben, zu diesem Status quo, in dem wir jetzt sind, sind sehr lange, sehr intensiv geführt worden und kippen oft hin und her. Und sie sind nach wie vor eine sehr wackelige Merkel-Reise, die jetzt gerade erst in diese Region, um überhaupt sicherzustellen, dass das eigentlich wirklich so passiert, wie wir es uns wünschen. Und was würde sie denn tun, wenn es nicht so passiert, aber wir das politische Kapital verschwendet hätten, dass wir mit Erdogan nicht mehr darüber reden können, wenn uns die Dinge nicht mehr passen, meine Damen und Herren? Dann haben wir den Syrien-Konflikt vor Ort, die Türkei direkt als Anleiherstaat, aber auch inzwischen als aktiv involviertes Mitglied innerhalb dieses Syrien-Konfliktes, meine Damen und Herren, der uns alle hier stark beunruhigt, was auch den innenpolitischen Druck auf unsere Bundesrepublik deutlich erhöht, zu dem ich am Ende dieser Debatte noch kommen möchte. Dann haben wir zunächst einmal noch, und das ist die Türkei sehr viele Jahre für uns gewesen, ein Vermittler zwischen der europäischen, der westlichen europäischen Welt und dem Islam und dem islamischen Raum in der Welt. Und diese Vermittlungsposition hat die Türkei in den letzten Jahren immer weiter verloren, meine Damen und Herren.
Diese Vermittlungsposition muss die Türkei aber zurückerhalten, damit wir unsere diplomatischen Beziehungen, die in der Welt immanent wichtig sind, nicht nur in die Türkei, sondern gemeinsam mit der Türkei auch in den restlichen arabischen und islamischen Raum ausweiten können. Deine Frage. Du erkennst, dass die Entscheidung, diese Folgen nicht zuzulassen, auch politisch gewesen wäre und unsere Grundwerte höher stellen. Die politische Entscheidung, diese Strafverfolgung nicht zugelassen, wäre natürlich auch politisch gewesen. Und sie hätte folgende politische Aussage gehabt: Wir erachten unsere diplomatischen Beziehungen in die Türkei als nicht würdig einer Beleidigung. Wir erachten sie als so schwach und die komplette Türkei als ein Land, das uns so wenig interessiert, dass wir noch nicht einmal prüfen wollen, ob man die eigentlich beleidigen kann, weil die sind so unwichtig, die können wir gar nicht beleidigen. Das wäre die Aussage gewesen. Und ich möchte jetzt aber zusätzlich noch zu der Geschichte der Pressefreiheit und den politischen Lagen kommen, meine Damen und Herren. Was absolut richtig war von Angela Merkel, war, sich zu entschuldigen für ihren Satz, dass es bewusst und offensichtlich beleidigend war. Es ist nicht ihre Aufgabe, darüber zu urteilen, sondern es ist Aufgabe der Gerichte. Und gerade die Situation in der Türkei, die auch von Mahmoud angeprangert wurde, ist doch die, dass dort sich ein Präsident hinstellt und sagt, was die Justiz macht, ist mir völlig egal. Wenn ich das so finde, setzen wir das so durch. Und es war großer Wunsch hier von Mahmoud, dass in der Türkei diese Zustände geändert werden. Aber wie können wir das denn erreichen? Erstens, so wie ich es in meiner Rede gezeigt habe, über Einsatz von politischem Kapital, das wir bei dieser Seite verlieren, meine Damen und Herren. Und zweitens über das Vorbild, das auch wir zeigen in der Welt, wenn wir feststellen, so wie jetzt gerade, dass ein rechtsstaatlicher Prozess nicht von einem politischen Prozess überstimmt werden sollte, dass wir so etwas dann eben auch nicht zulassen, sondern dass wir die Entscheidung darüber, ist das Satire oder ist das Pressefreiheit oder ist das eine Beleidigung, eben nicht in der Regierung und damit auch in der Türkei beispielsweise nicht bei Erdogan lassen sollten, sondern bei Gerichten, die dafür zuständig sind, weil das die Idee von Rechtsstaatlichkeit ist und weil exakt das Signal ist, was wir auch an die Türkei senden müssen, weil wir nur dann auch den Oppositionsparteien in der Türkei weiterhin sagen, ihr seid auf dem richtigen Kurs, ihr habt Recht damit, wenn ihr Politik und Gerichte trennen wollt, meine Damen und Herren. Genau das ist die Aussage, die Deutschland an dieser Stelle treffen will und sie kann sie nur durchsetzen durch diplomatische Beziehungen, meine Damen und Herren. Deswegen glauben wir absolut, dass der diplomatische Weg immer der richtige sein muss, weil es keinen anderen als einen diplomatischen Weg gibt, weil wir außerdem kriegerischen, aber den möchte ich mal außer vor lassen. Und weil wir uns diese diplomatischen Quelle in die Türkei und die komplette arabische Welt niemals versiegen lassen dürfen, weil wir die Türkei als wichtig erachten und damit auch als beleidigungsfähig, sollten wir diesen Strafantrag starten.